Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Da gehen Leute zum Schoberstein, aber wir nehmen die andere Richtung. Wir gehen zur Nixe, die Nixe besuchen. Wie geht's weiter, Otti? Wir gehen jetzt zum nächsten Fall. Ja. Ob die Nixe wartet? Schauen wir mal. Auf alle Fälle soll da eine Nixe angebracht sein. Tatsächlich? Ja. Na, das müssen wir uns anschauen. Das müssen wir uns anschauen. Wie überall klares Wasser. Wir wandern durchs Weißenbachtal zum Nixenfall. Es wird circa eine Stunde dauern, schätzungsweise. Ja, am Anfang war es ein bisschen lärmig, weil da Straßenverkehr. Ja, Straßenverkehr, oder aber auch Baustelle. Ein Kieswerk oder ja. Steinbruch war. Ja. Aber jetzt ist hier schön Wald und grün und ruhig. Ja, liebe Kinder, passt auf eure Mützen auf. Unsere Nachbarn vom Campingplatz und Otti will irgendwas erforschen. Schauen wir doch mal. Na? Bisschen glatt, hä? Du, lass mal lieber sein, ist zu glatt. Jetzt wird es ein bisschen lichter hier. Das macht einen besseren Eindruck, als wenn man am Steinbruch vorbeigeht. Wenn es regnet und taut, dann ist hier ein richtiger Sturzbach. Nixenfall. Schön, dass die Sonne jetzt mal rauskommt. Ist gleich viel angenehmer zu wandern. So, hier ist nochmal ein Bachbett. Da schauen wir uns dann gleich mal in Ruhe an. Stornamandel. Ja. Machst du etwa ein Foto von mir? Yes. Und das alles ohne Erlaubnis. Ja, sobald hier Holzeinschlag ist, wird der Wald viel lichter, ja? Ja, und wärmer. Ja, aber es liegt doch viel rum hier. So wie das hier aussieht, müssen die Indianer schon lange weg sein. Ja? Weiter geht's. Das ist ein Elfensitz. Und wo ist die Elfe? Naja, die sieht man nicht. Ach so, ist unsichtbar. Ja, da ist sie ja. Wir sind gleich angekommen. Schau mal. Der Eingang zum nächsten Fall. Nee, das ist er noch nicht. Wir gehen noch ein Stückchen weiter. Das hier erinnert mich ein bisschen an Elbsandsteingebirge. Na? Woran erinnert dich das hier? Ich sagte ihm gerade, Elbsandsteingebirge. Ja, so ein bisschen. Ja. Nein, das ist er noch nicht. Wir müssen noch mal über diese Stiegen gehen. Ja, und die nächste ist auch anwesend. Ist ja toll.
Ja, schon beeindruckend. Ja, ist ziemlich voll geworden jetzt hier am Nixenfall. Ja, viele Leute aufgeschlagen hier. Ziehen wir uns ein bisschen zurück. Jawohl. Und genießen die Natur. Jetzt stehen wir mal mittendrin hier. Jetzt machen wir mal eine kleine Rast. Was gibt's denn zu essen? Müsli-Riegel. Ah, lecker. Ja, schmeckt gut. Gut, Rast beendet. Jetzt geht's wieder zurück. Ach, du gehst am Bachrand lang. Aha. Also nicht über diesen Balken. Nein. Da fühlt sich ja pudelwohl. Ja, aber Wasser ist da, geht wieder rein. Zurück zu Bolle, genau. Hat sie gefallen? Ja, war schön. Ist eine schöne Ecke. Ja. Aber wir sind nicht baden gegangen. Nein. War auch nicht so viel Wasser drin. Ja. Wir hatten ja auch kein Badezeug mit und da kamen immer so viele Leute. Eben. Nackt baden wollten wir nicht. Nein, das machen wir nur an der Ostsee und an der Nordsee. Aber dafür habe ich einen nassen Fuß bekommen. Ja, ne? Weil du nicht aufgepasst hast. Ja. Du, aber das mit dem nassen Fuß, das war nicht so schlimm. Das war nur ganz kurz. Ja, aber beinahe wärst du auch abgestürzt. Du standst 1 Zentimeter vor der Kante. Nach vorne abgestürzt. Nach hinten? Nach hinten? Ja. Das glaube ich nicht. Das müssen wir nochmal wiederholen, damit ich es glaube. Also ich würde es nicht drauf anliegen. Nee? Nee. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Yes. Ein kleiner Stein am Wegesrand. Da kommt noch einer. Die feiern Hochzeit. Nun sind wir wieder am Weißenbach. Genau. Kannst du nochmal Füße baden? Ja, nur einmal reicht. Ja. Rechter Fuß reicht und den linken mache ich dann heute Abend. Schön kalt, ja. Wir sind jetzt auf dem Rückweg, ja, zu unserem Auto. Und du hast hier nochmal Plätzchen gesucht hier. Ja, nur noch Päuschen einlegen. Bei Gustav. Gustav Mahler. Genau. Sommerkomponist. Jawohl. Nur im Sommer konnte er komponieren. Im Winter hat er Schnee geschippt. Schöne, schöne Blumenwiese mit Hahnenfuß, das Gelbe, und hier Rotklee und Wegwarte und Gräsern. Ja. Ja. Otti, weißt du was? Was denn? Ich glaube, ich muss mir heute Abend beide Füße waschen. Weil ich hatte ja vorhin gesagt, ich will mir nur den linken waschen, weil ich ja mit dem rechten schon im Wasser war. Aha. Aber wenn wir jetzt hier diesen Kalkboden hier, diesen Kalkweg gehen, das staubt, also doch lieber beide Füße waschen. Ist empfehlenswert, ja. Gut, machen wir so. War ein kleiner Scherz am Rande. Ja, unser Ausflug zum nächsten Fall ist beendet und wir fahren jetzt zu unserem Campingplatz am Mondsee.